Neueste Meldung, man droht uns jetzt ganz offen den Impfstoff an. Dann Professor Homburg in der zweiten Sendung bestätigt unseren Standpunkt, den wir schon seit Wochen aus naturwissenschaftlicher Sicht hier darstellen. Und überall läuft das gleiche Spiel, ja, also all die sozusagen Kritiker der vielen Professoren und Ärzte, die sich kritisch zum Corona-Skandal äußern, sozusagen, die werden immer wieder nur so gekontert. Ja, später, schon seit Wochen geht das auch hier. Ich kriege ja immer die Mails vom Sender geschickt, so, also die Kommentare oder so, bevor die gelöscht werden, oder die werden gelöscht und werden mir aber teilweise geschickt und so weiter, um mich auf dem Laufenden zu halten. Und in den Kommentaren geht das schon seit Wochen so, ja, die Schweden, die werden später noch ihr blaues Wunder erleben. Die Inkubationszeit beträgt ja zwischen 2 und 3 Wochen und die werden später, ja, werden die Zahlen so explodieren, dass sie die Zahlen nicht mehr vergleichbar sind mit dem Grippewinter 17, 18 oder ähnlichen Wintern und so weiter. Nein, die werden bald, und auch die Weißrussen, die werden garantiert, die werden auch bald alle tot umfallen, später, immer später. Es ist immer der Hinweis darüber, dass ja die Zahlen von Euromomo und so weiter ja alle nur vorläufig seien, ja, ja, vorläufig, ja, und dass das dicke Ende ja noch komme. Das ist die übliche Drohung mit dem später kommenden Weltuntergang und so weiter. Das ist einfach nur immer dieselbe Propagandamasche. Also Schweden und Weißrussland hatten, das ist doch wohl völlig unstreitig, dass die das Virus zu einem ganz frühen Zeitpunkt im Lande hatten. Und da sie dem Virus fast völligen freien Ausbreitungs gegeben haben, Weißrussland und Schweden, hätte es doch jetzt sozusagen eine viel früher schon, eigentlich schon eine ganz große Spitze geben müssen. Und die Spitze hätte in der Summe sozusagen schon viel mehr Tote bedeuten müssen. Ja, es kann ja sein, dass es jetzt in Schweden so ist, zum Beispiel, dass die Spitze jetzt nur deswegen so spät kommt, weil eigentlich bei den ganzen jüngeren Leuten und bei denen mit den geringeren Vorerkrankungen dieses Virus sich schon ausgebreitet hatte und null Effekt hatte. Ja, und dann hat aber irgendwie jetzt trotz des Schutzes der Alten, was ja ganz normal ist für Viren, die finden ihren Weg, ne, haben die Viren vielleicht auch den Weg in die Risikogruppen gefunden, auch in die Altenheime oder in den Bereich der gefährdeteren Personen reingefunden. Und jetzt kommt halt eine kleine Spitze und die geht dann halt wieder runter und so weiter. Ja, also das heißt, auch die Schweden haben im Wesentlichen auch nichts anderes gemacht, als ihre Spitze ein bisschen nach hinten zu verschieben, mit den wenigen kleinen Maßnahmen, mit denen sie versucht haben, ihre Risikogruppen zu schützen. Aber dass die Gesamtbevölkerung sozusagen überhaupt nicht gefährdet ist durch das Coronavirus, das steht doch jetzt mittlerweile schon seit Wochen in Schweden und in Weißrussland fest, ja? Denn die Normalbevölkerung ohne die Risikogruppen wurde ja in Schweden sozusagen für das Virus zum Freiwild gegeben und in Weißrussland genauso. Und das Virus hat sich aber keine Beute dort geholt, ja? Und das dadurch allerdings auch natürlich es sein kann, dass die Risikogruppen in Schweden etwas später erreicht wurden jetzt und deswegen der Zacken jetzt erst kommt, der normale Wintersterblichkeitszacken sozusagen jetzt kommt und da das Coronavirus ein bisschen schneller in der Verbreitungsgeschwindigkeit ist als die Influenza-Viren, ist der Zacken etwas spitzer und geht dann aber auch spitzer wieder runter. Ne? Aber die Wintersterblichkeit, also die Normalsterblichkeit, ist völlig gleich geblieben. Also noch einmal, ich denke, sowas wie Wahrheit würden wir nur kriegen, wenn wir ungefälschte Daten kriegen könnten vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden,
von den Jahren 2020 und 2021 die beiden durch zwei teilen würden und dann schauen würden, ob wir nicht in Wirklichkeit mit all den unendlich schädlichen und gefährlichen und todbringenden Maßnahmen nicht eventuell einfach nur ein paar Sterbefälle nach hinten verschoben haben, so wie die Schweden mit ihrem kleinen Schutz der Gefährdeten sozusagen, wie die eben sozusagen letztendlich einfach nur ihre Sterbezahlen in Gretas Schweden sozusagen einfach nur die mit den Maßnahmen eigentlich die Sache nur verschoben haben. Das hätten sie sich dann vielleicht auch sparen können. Sie hätten die Risikogruppen vielleicht auch nicht quarantänisieren müssen, sozusagen irgendwie besonders schützen müssen, denn es hat sie ja dann jetzt doch erwischt, sozusagen, ja, weil der Virus findet seinen Weg, ja, das Virus findet seinen Weg, der Virus findet seinen Weg, egal wie. Und ja, und von daher bedeutet das, also an all die, die sagen, später kommt noch das dicke Ende. Es ist bei der Normalbevölkerung schon lange durch in Schweden und Weißrussland, dass da überhaupt kein dickes Ende kommt. Schweden und Weißrussland dürften längst bei dem Ausbreitungstempo des Coronavirus, das ja viel höher ist als das Influenza-Virus, längst durch sein. Da dürfte schon praktisch, dürfte die Mehrheit schon diesem Virus begegnet sein und das ist jetzt durch, ja, und ja, die Grünen, die Partei, die Grünen, die sind jetzt ganz unten. Also Greta und Luisa Neubauer, all das, was unterstellt wurde, dass natürlich Fridays for Future angeblich ja ein Wahlhilfeverein für die Grünen sei. Tom Radke hatte ja da Ähnliches geleakt sozusagen. Da sind die jetzt wieder am Anfang. Ja, aber jetzt sehen wir, das Thema ist natürlich nicht ganz weg. Und auch wenn die nextscientistforfuture.de sich natürlich jeglicher Äußerung enthalten, wovon sie nichts verstehen und sie verstehen halt nichts von sozusagen von Klima. Sorry, Schluck Wasser. Also ich persönlich finde es aber schrecklich unheimlich, dass es jetzt schon wieder losgeht mit dieser ewigen Sonne, der ewigen Dürre, die für mich schön ist, aber für die Landwirte wahrscheinlich eine Katastrophe, für die Forstwirte eine Katastrophe und so weiter. Jetzt haben wir die ersten Waldbrände und sogar schon gefährliche Waldbrände, ja, und so weiter gehabt. Es ist also sozusagen, irgendwas ist da vielleicht doch im Busch, wo wir uns ja nicht zu äußern. Ja? Wir haben ja nur gesagt, wir sind bereit, sozusagen ein Wirtschaftswunder in Deutschland zu erzeugen, wenn das Greta und Luisa und Fridays for Future tatsächlich wollten und da sozusagen 500 Milliarden pro Jahr wäre unser Arbeitsziel als langfristiges Wirtschaftswunder draus für Deutschland. Daraus könnte man dann den Kohlestopp 2026 vielleicht wirklich immer noch datumsgenau schaffen, trotz der Verschleppung durch Fridays for Future des ganzen Prozesses. Und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan, der ist ja sowieso nicht zeitgebunden. Den können wir natürlich auch noch schaffen. Und dann würden wir natürlich dem Vorschlag von Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Ökonomen Deutschlands, würden wir noch natürlich das auch so ein bisschen mit seiner Strategie des Clubs der Willigen mixen sozusagen, dass wir sagen würden, die nextscientistforfuture.de helfen nur dann einem anderen Staat nach Deutschland sozusagen, nur dann auch dieses Wirtschaftswunder zu bekommen, wenn die sich dem Club der Willigen eines weltweiten Emissionshandels für CO2 und aber auch alle anderen Giftsubstanzen der Atmosphäre anschließen und darin einwilligen sozusagen und darin die Verträge unterschreiben sozusagen und das wirklich nachkontrollierbar alles ist und harte Daten da eine Rolle spielen. Dann erst kriegt die USA zum Beispiel die Reformen und nur, dann erst fahren die nextscientistforfuture.de rüber nach USA und führen dort die Reformen durch. Ja, also
Und damit hätten wir dann also sozusagen sehr schnell alle Staaten, alle wichtigen Staaten der Erde im Club der Willigen dabei, hätten einen weltweiten Emissionshandel. Alle Staaten, die sich diesem weltweiten Emissionshandel mit absolut fairen, gleichberechtigten Konditionen nicht anschließen, wären dann draußen. Die würden durch deren Produkte, würden durch riesige Einfuhrzölle draußen gehalten würden aus diesem Weltclub der Willigen sozusagen. Und wir hätten dann die dann ruckzuck zur Vernunft gebracht und dann hätten wir einen weltweiten Emissionshandel, der sich nicht nur auf CO2, sondern auf alle toxischen Substanzen der Atmosphäre bezieht. Und wir hätten eine Weltbevölkerung, die in einer gesunden Weise schrumpft, aber bei der jeder Einzelne 127 Jahre alt wird, kerngesund und glücklich. Und viel glücklicher, viel gesünder leben kann als bisher. Also auch unsere geliebten Milliardärskönige viel glücklicher leben können als wir bisher. So. Ja. Dann haben wir noch, ich begründe das jetzt gleich noch auch wieder wissenschaftlich, alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Und dann haben wir noch die neue Mitte. Der Christoph Hörstel, das mutet doch schon sehr an eine Verschwörungstheorie an, weil er denselben Fehler macht, den ja alle Verschwörungstheoretiker machen. Einerseits diagnostizieren sie richtig, dass irgendwie ganz schwerwiegende Dinge schieflaufen, dass es wirklich ganz schrecklich ist, was da alles auf der Welt schiefläuft. Aber dann machen sie den Fehler sagen, nee, also, dass so viel schief läuft, das liegt daran, dass Menschen böse sind. Und deren Aussage ist dann also, die Marktwirtschaft ist gut, das System, in dem wir leben, ist gut, das ist nicht dafür zuständig, sondern die Menschen sind böse. Nur die Menschen sind böse, aber die Marktwirtschaft ist gut. Die Wahrheit, das Ergebnis der Next Scientist for Future.de ist leider genau umgedreht. Die Menschen sind gut, aber die Marktwirtschaft ist böse, ist ein böses, teuflisches System. Ja, also und das werde ich jetzt belegen. Also für alle die Punkte, die ich jetzt genannt habe, brauchen wir natürlich wieder die wissenschaftliche Beweisführung. Wo ist sie? Da ist sie doch schon. Ja. Also, hier der Früharzt sagt, ach, ist das toll, dass ihr in euren Kommunen alle so viel schmust und so glücklich lebt und dass ihr euch nur von Nahrungshändlern, wenn überhaupt, versorgen lässt, die herrliche reife Früchte, Gemüse, Pilze, Wildkräuter, Nüsse und so weiter, alles naturbelassen liefern. Dadurch ist euer Immunsystem stark und ihr braucht mich eigentlich gar nicht. Macht nur einfach weiter so, das ist mein einziger Rat an euch. Na, der macht kein großes Geschäft, sein Enkel muss die mobile Praxis irgendwann schließen, sozusagen. Und hier haben wir den in der Evolution zwangsläufig, weil das Naturgesetz von Variation und Selektion überall wirkt, haben wir den ersten Früharzt, der sich irrt, sozusagen, und der sagt, ach, ist das eklig, diese Schmuserei und all dieses. Und außerdem, ihr könnt ruhig die Trockenfrüchte und die anderen denaturierten Nahrungen der späteren Lebensnahrungsindustrie könnt ihr ruhig unbedenklich essen. Das ist nicht die Krankheitsursache. Euch fehlen nur meine Impfungen, meine Bestrahlungen, meine Chemotherapien und meine Operationen. Die fehlen euch nur deswegen. Nur so kann man überleben, wenn man damit regelmäßig gefüttert wird, ne? Und der verdient einfach unheimlich gut und kann eine ganze Großfamilie von späteren Medizinprofessoren begründen. Das ist also der Vorfahr von solchen Professoren wie Drosten und Wieler, ne?
Und das heißt also, dass wir, also den, da die Menschheit zu dumm ist, also die Intelligenz der Menschheit nicht ausreicht zu durchschauen, dass die freie Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, also der freie Markt, überhaupt jede Form der Marktwirtschaft, egal wie sie beschönigend genannt wird, ob sie kapitalistische genannt wird, soziale Marktwirtschaft genannt wird oder freie Marktwirtschaft genannt wird, es ist immer das Gleiche. Das Grundproblem ist die Marktwirtschaft an sich. Die ist ein Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern. Und das Dilemma, dahinter steckt keine Verschwörung, sondern es ist ganz normal, dass ungebildete Politiker, wissenschaftlich nicht ausreichend auf der Höhe sich befindende Politiker, sozusagen auf die Irrtümer eins zu eins übernehmen, die gewinnbringenden Irrtümer. Und es ist einfach mörderisch, dass man sich generell überall in der Welt auf Experten verlässt, ohne sich klarzumachen, dass die Experten alle am Gewinn beteiligt sind und alle sozusagen gewinnbringend reden und zwar dabei keine bösen Absichten verfolgen, denn sie glauben selber ihre Irrtümer. Und deswegen ist das ist der einzige Weg, wie wir die Welt heilen können, die einzige Chance für Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Fridays for Future und für alles sozusagen. Und auch die Grünen haben den Irrweg gemacht, dass sie das Konzept der Next Scientists for Future.de immer noch nicht übernommen haben. Und dafür werden sie jetzt abgestraft und vor allem auch für ihre Naivität, dass sie nicht in der Lage waren zu erkennen, dass hier die Marktwirtschaft einfach uns allen schadet, wie sie es jeden Tag tut. Ja? Wie sie es jeden Tag tut. Die Marktwirtschaft ist die Ursache aller Übel, der Schere zwischen Arm und Reich, die von vielen beklagt wird, die ständig auseinandergehen würde und so weiter. Alle Übel. Die aufgeführt werden, ja, auch von Christoph Hörstel, die sind ja alle richtig aufgeführt, aber die Ursache dahinter ist das Böse und das einzige Böse, was wir im Universum haben, ist die Marktwirtschaft, ja? Alles klar, so viel für jetzt. Tschüssi.